Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass an unserer Hochschule seit Jahren viel gebaut wird, ist schwer zu übersehen. Auch dass die Zahl der jungen Leute, die an der TH Mittelhessen studieren, stetig zunimmt, bemerkt jeder. Aber an der TM passiert auch vieles, was nicht sofort ins Auge fällt. Zum Beispiel in der hochschuldidaktischen Weiterbildung. Ich möchte Sie deshalb heute auf eine Veranstaltungsreihe aufmerksam machen, die in diesem Semester startet. Sie heißt Mittagsimpulse – Time for Teaching und verspricht neue Ideen rund um das Thema Lehren und Lernen. Immer donnerstags zur Mittagszeit beginnt das Programm mit einem Impulsvortrag. Es folgen Diskussionen und Erfahrungsaustausch. Alle Hochschulmitglieder sind willkommen. Im Zentrum der Auftaktveranstaltung am 20. April mit meiner Präsidiumskollegin Katja Spech steht die Frage: Was können wir tun, damit Studierende möglichst früh ihre Verantwortung für das eigene Lernen wahrnehmen? Themen der folgenden Woche sind zum Beispiel die Studieneingangsphase, E-Learning, Mentoring, Schlüsselkompetenzen und die Tutorenqualifizierung. Einzelheiten finden Sie auf der Internetseite des Zentrums für kooperatives Lehren und Lernen der TRM. Die Reihe läuft bis zum Semesterende im Juli im Gebäude C50 in der Gießener Eisgärtenallee. Ich freue mich, wenn viele von Ihnen die Möglichkeit nutzen, dort Neues über das Thema Lehren und Lernen zu erfahren. Denn nur ganz wenige Menschen werden als Didaktik-Profis oder Didaktik-Profs geboren. Und selbst die können vielleicht bei den Mittagsimpulsen noch etwas lernen.